Ein herzliches Willkommen, liebe Abenteurer und Freunde der fabulösen Unterhaltung. Ich bin danach gefragt worden, wie man denn gegen ein anderes Königreich Krieg führen kann. Denn genauso wie beim Friedensschließen ist in diesem Königsmenü diese Option noch nicht freigeschaltet. Also das heißt, Propose Peace kann ich nicht machen und ich kann auch noch keinen Krieg erklären. Deshalb muss ich eine Methode finden, dass ein anderes Königreich mir den Krieg erklärt. Und die besteht darin, eine kriegerische Handlung gegen das Königreich auszuführen. Ich werde euch jetzt vier Möglichkeiten vorstellen, aber nur eine davon bevorzuge ich, denn sie hat einen wesentlichen Vorteil. Möglichkeit 1 wäre es, jetzt in ein Dorf zu gehen und dieses zu plündern. Zweite Möglichkeit, eine gegnerische Partei anzugreifen. Dritte Möglichkeit ist, eine Karawane zu überfallen. Und vierte Möglichkeit ist es, Dorfbewohner zu überfallen, die gerade aus dem Dorf zur Stadt laufen oder andersrum. Und durch diese Aktionen erklärt euch das andere Königreich den Krieg. So, jetzt gibt es eine Methode, die einen Vorteil bringt gegenüber den anderen drei. Und zwar hat das mit dem Einfluss zu tun. Wenn ihr euch jetzt diesen Einfluss anschaut, wir haben 423. Und jetzt machen wir das mal am Beispiel. Wir gehen in ein Dorf und überfallen dieses Dorf mal. Also take a hostile action. Dann machen wir Dorf plündern. Und jetzt achtet bitte da unten auf unseren Einfluss gleich. Wir senden Truppen, noch passiert gleich noch nichts. So, und jetzt habe ich fast 300 Einfluss verloren. Aber wir stehen mit dem anderen Königreich jetzt im Krieg. So, wir beenden das Raiding. So, auch ein bisschen drauf achten, das gefällt manchen Kompagnons, die Mercy haben, nicht. Das gleiche passiert jetzt, wenn ihr Karawanen oder Dorfbewohner überfallt. Ihr verliert immer Einfluss. So, anders sieht es aus, wenn ich jetzt gegnerische Parteien angreife und gegen sie in den Krieg ziehe. So, da sieht man jetzt gleich, dass ich jetzt mit dem nördlichen Empire zwar im Krieg stehe, aber keinen Einfluss verloren habe und ich habe auch keine Relations verloren. Ja? Also das heißt, ein Dorf zu überfallen, Dorfbewohner, Karawane kostet mich tatsächlich viel Relations bei den verschiedenen Dorfbewohnern. Auf jeden Fall eine Methode, die ich bevorzuge, wenn ich gegen ein anderes Königreich in den Krieg ziehen möchte. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und die Frage beantworten, wie beginne ich mit einem anderen Königreich Krieg? Wenn ihr noch weitere Methoden wisst, beziehungsweise eine andere Erfahrung gemacht habt, dann lasst es mich doch bitte wissen. Das würde nicht nur mir, sondern auch sicherlich anderen weiterhelfen. Ansonsten lebt euer Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Franco.